Hallo Datenspuren. Wir hatten jetzt gerade nach dem letzten Vortrag, das war Building a Betterverse, so ein bisschen das Spannungsfeld von analog und digital diskutiert, und auf eine völlig andere Art und Weise geht es jetzt damit auch weiter. Denn wir kommen jetzt zur analogen Fotografie in der digitalen Welt. Dafür habe ich hier Heiko bei mir, der uns erzählen wird, ja, wie man, warum vielleicht diese analoge Fotografie auch heute noch interessant ist und wie man das dann trotzdem irgendwie bei Instagram posten kann. Herzlich willkommen, Heiko. So, hallo. Also der Vortrag soll ein bisschen so meinen Weg in diesen Kaninchenbau zeigen, der mich während der Pandemie begleitet hat. Und wie man an der zweiten Überschrift sieht, lege ich sehr viel Wert drauf, das Ganze mit freier Software zu machen, weil wer mag schon proprietäre Software? Kurz zu mir. Ich bin eigentlich Kernel-Developer, mache also eigentlich den ganzen Tag IT-Kram. Und habe dann während der Pandemie jetzt eben gemerkt, dass ich einfach rausgehen muss und bin jetzt nicht so der Typ für Jogging, und deswegen hilft mir die Fotografie einfach dann da stundenlang ein bisschen durch die Gegend zu latschen. Kurz erstmal, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, dass die analoge Fotografie so ihre Hochzeit hat. Wer kann damit überhaupt was anfangen? Machen wir mal so nach. Naja, fast die Hälfte, also die Hälfte, ja. Okay. Im Gegensatz zum digitalen existiert die analoge Fotografie natürlich auf einem haptischen Trägermaterial, dem sogenannten Film. Die meisten werden das vielleicht noch kennen, das sind diese Streifen. Ich bin mir nicht sicher, ob das zu sehen ist. Ja, okay. Und es gibt dann eben die verschiedenen Varianten, Farbe, Schwarz-Weiß oder teilweise noch Dias. Es gibt dann aber auch noch andere spannende Trägermaterialien aus der früheren Zeit, wie zum Beispiel Glasplatten. Das ist dann, wenn man irgendwo mit der großen Kamera steht und dann kommt so ein älterer Herr vorbei, der freut sich dann immer, weil er noch irgendwie Glasplatten von früher kannte. Das gibt immer wunderschöne Gespräche. Und das Prinzip ist einfach, dass auf diesem Trägermaterial eine Emulsion aufgebracht ist, die Silberhalogenide enthält. Genau. Und was relativ wichtig ist, ist, dass es sind im Prinzip Filmkörner, die auf dem Material sind, und die sind keine Pixel. Das heißt, das Ganze ist relativ zufällig verteilt, und man kann also nicht sagen, dass das dann irgendwie eine bestimmte Auflösung hat, sondern das hängt von der Filmempfindlichkeit ein bisschen ab, weil der die Korngröße bestimmt. Da kommt bei den digitalen Kameras dann der ISO-Wert her. Das heißt, ein lichtempfindlicherer Film hat größere Filmkörner, während ein weniger lichtempfindlicher Film kleinere Filmkörner hat. Das ist bei den digitalen Kameras dann so ähnlich zum Bildrauschen. Das heißt, wenn man mit einem höheren ISO-Wert im Dunkeln aufnimmt, dann hat man mehr Rauschen. Mit einem geringeren ISO-Wert im Hellen, dann sozusagen wird das Bild schärfer. Das ist im Analogen genauso. Dann die spannende Frage, wie kommt man zur analogen Fotografie? Da gibt es wahrscheinlich so zwei große Wege. Das eine ist dann eben Omas Fotokiste. Das heißt eigentlich, ich denke mal, jede Familie wird irgendwo im Wohnzimmerschrank noch so die Kiste haben mit den alten Negativen von früher, die irgendwo im Schrank stehen. Und wenn es dazu Abzüge gibt, dann sind die oftmals wirklich, sehen die wirklich gruselig aus oder sind auch schon verblasst oder ganz weg. Und eben so ein Negativ enthält eigentlich viel mehr Details, als auf diesen Fotolaborabzügen jemals zu sehen waren. Weil eben auch schon seit den 1990ern werden Fotoabzüge digital erstellt. Das heißt, auch schon in den 90ern wurde halt der Film im Labor gescannt und dann wurde das wieder ausbelichtet. Und halt 1990er Scannertechnik war halt dann nicht so richtig doll, und es hat sich auch nicht wirklich verbessert seitdem. Und natürlich hat man heutzutage hauptsächlich einen digitalen Workflow, und einzelne Abzüge von einem Foto zu machen, ist echt aufwendig, wenn man das wirklich, wirklich labortechnisch und in guter Qualität machen möchte. Das heißt, da ist man mit jedem Bild irgendwie eine Stunde beschäftigt. Das heißt, man möchte eigentlich hauptsächlich die Bilder digitalisieren, um dann damit weiterzuarbeiten. Das andere ist das selber machen. Analoge Fotografie wird ja heutzutage immer als hip bezeichnet, weil eben, was man auch manchmal merken kann, ist, dass wenn man mit der digitalen Kamera unterwegs ist, sieht man halt, dass die Leute halt hunderte, tausende Bilder machen. Also in irgendwelchen Touristenspots sieht man immer die
die Leute mit ihren Handykameras so klick, 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 klick und hoffen, dass dann irgendwas davon geworden ist. Das heißt, es gibt wenig dieses Bestreben, eine schöne Komposition zu haben, was ein bisschen zu einer Beliebigkeit führt, weil dann einfach diese tausenden Bilder auf irgendeiner Festplatte verstauben und irgendwann weg sind. Wohingegen so ein Film negativ wirklich auch 100 Jahre überleben kann. Ich habe zu Hause Negative als meine Oma noch ganz kleines Kind war aus den 1930ern. Die sehen aus wie am ersten Tag, außer von ein paar Fingertatschen. Das heißt, man hat da einfach so ein bisschen so eine Sicherheit, dass das Zeug, wenn man jetzt nicht gerade das Haus abbrennt, dass das Zeug dann bestehen bleibt. Und natürlich, ein Film hat immer eine begrenzte Anzahl von Bildern. Das heißt, man ist irgendwie begrenzt in dem Denken, ist dieses Bild jetzt sinnvoll, ist das schön, um sich dann erst zu überlegen, ich mache dieses Bild. Genau. Und bei mir war es dann noch ein bisschen anders. Also ich hatte mir eigentlich nie vorgenommen, analoge Fotografie selber zu betreiben. Ich hatte angefangen mit dem Digitalisieren von alten Negativen. Und dann habe ich aber angefangen, an meiner digitalen Spiegelreflexkamera sogenanntes Altglas, also Vintage-Objektive, zu betreiben. Es gibt halt eine riesige Menge an wunderschönen Altobjektiven, die man auch an die meisten Kameras heutzutage adaptieren kann und dann auch weiterverwenden kann. Was natürlich bei einer analogen Fotografie eben auch spannend ist, dass man sich auf sein Wissen und seine Fähigkeiten verlassen muss, weil man macht das Foto und sieht nicht, was es geworden ist. Stimmt die Belichtung? Ist der Bildwinkel schön? Das sieht man erst nach der Entwicklung. Man muss also vorher mit sich und der Kamera quasi im Reinen sein und wissen, das wird hoffentlich gut aussehen. Man experimentiert natürlich trotzdem ein bisschen, aber bei mir hat es dazu geführt, dass also meine Kompositionen halt auch deutlich schöner geworden sind. Genau, das ist jetzt mal so ein Beispiel von Altglas. Das ist meine. Warum ist der HDMI weg? Ach, da ist er. Okay, das ist meine Familie Zeiss. Das sind in der DDR gab es ja auch fotografische Betriebe, die Sachen hergestellt haben. Und Zeiss in Jena hat halt auch eben Objektive hergestellt. Die sind jetzt älter als ich und es sind halt Festbrennweiten. Also es sind halt, jedes Objektiv ist eine bestimmte Brennweite. Und das kommt gerade aus der Hochzeit, weil die Kamera und also die Herstellung von fotografischen Sachen in der DDR hatte so eine Kurve. Das war am Anfang schlecht, dann in der Mitte war es super und dann zum Ende hin nahm es auch wieder ab, weil es dann die Sachen, die zur Verfügung standen, nicht mehr so doll da waren. Das ist also ungefähr aus den 70ern sind die. Da gab es also schon richtig, richtig gute Vergütung der Linsen. Und die Linsen waren auch noch richtig, richtig gut gemacht. Und das Schöne ist, wenn man wirklich also die Festbrennweite im Vergleich zum Zoom-Objektiv hat immer den Vorteil, dass man die optische Darstellung wird glatter, weil ein Zoom-Objektiv muss halt auf allem Brennweitenbereich, die es unterstützt, irgendwas Sinnvolles liefern, während halt eine Festbrennweite auf eine bestimmte Brennweite einfach optimiert sein kann. Wenn man dann aber so eine Familie von Objektiven hat, dann hat man den Vorteil, dass die Bildimpression sieht dann am Ende gleich aus. Also die Farbigkeit und die Kontraste, das wirkt dann halt auf allen Objektiven gleich. Genau, und dann, bei mir war es halt dann die Spiegelreflexkamera über das Altglas und an einer von den Zeiss-Linsen hing dann so eine analoge Kamera einfach mit dran. Ich wollte, die alten Linsen sind halt, es gibt jetzt nicht wie Sand am Meer. Das heißt, wenn man sich auf die eine einschießt, die dann auch wirklich gut aussieht, gut erhalten ist, da hing dann bei mir halt die Kamera dran. Das ist eine Pentacon 6, hergestellt in Dresden, in den Ernemann-Werken, da wo jetzt die technischen Sammlungen drin sind. Man sieht auch hier vorne drauf, auf der Folie sieht man es auch schön, den stilisierten Ernemann-Turm da auf dem Sucher. Ich habe sie also aus Bremen nach Hause geholt. Und sie hat den. Bei Kameras ist es ein bisschen anders als bei Objektiven. Da ist halt ein Verfall gegeben. Die werden schlechter über die Jahre.
Und die ist halt wirklich auch von, ich habe es an der Seriennummer gelesen, von 89, also kurz vor dem Fall der Mauer gebaut. Das daneben ist der ukrainische Nachbau. Eigentlich die Kiew 60 gab es, als die Werke in der Ukraine pleite gegangen sind, hat Arax die ganzen Restbestände aufgekauft und haben dann die ganzen restlichen Kameras davon zusammengebaut. Die habe ich also quasi 2021 als neu gekauft. Aber die leider gibt es jetzt auch nicht mehr. Genau, Altglas. Man sagt immer, früher nannte man es eher Bildfehler. Heute heißt es immer Charakter. Weil eben der Objektivbau bis 1800 zurückreicht. Und die früher eben ganz eigenartige Charakteristiken hatten. Zum Beispiel ist das hier meine Barlow-Petzval-Linse aus ungefähr 1870, die halt in der Mitte scharf ist. Ja, genau. In der Mitte scharf ist und dann halt zum Rand komplett abfällt. Man hat also normalerweise nur als Porträtobjektiv, aber es ist einfach schön, wirklich so diese Geschichte dabei zu haben. Und dann natürlich beim Film gibt es verschiedene Formate. Das bekannteste ist der Kleinbildfilm. Digitalfotografen nennen das gern Vollformat. Aber das ist eigentlich so der kleinste, noch gebräuchliche Filmtyp. Im nächsten kommt man dann zum Mittelformat. Das ist jetzt hoffentlich zu sehen. Das ist dann zum Beispiel 6x6 cm groß. Das ist dann schon in der Bildwirkung und in der Auflösung ein ganz anderes Kaliber. Und dann kommt man noch zum Beispiel Großformat. In dem Fall jetzt hier 4x5 Zoll, wo man dann wirklich über eine ganze Weile so eine Kamera aufbaut und eine halbe Stunde mit einem Bild beschäftigt ist. Genau, was soll ich noch sagen? Genau, das Mittelformat gibt es dann in verschiedenen Größen. Die sind da aufgelistet, das ist dann je nach Belieben. Und was dann auch wieder ein spannender Faktor ist, das Film ist einfach ein 1,60 Meter langer Sensor. Das heißt, der ganze Film ist lichtempfindlich und die Bildabstände sind einfach eigentlich nur kamerabestimmt. Man kann also auch damit spielen. Man kann also zum Beispiel den Kleinbildfilm in eine Mittelformatkamera tun und hat dann ein 60x24 mm Panoramafoto. Genauso kann man einen Mittelformatfilm in die Großformatkamera tun und hat dann ein 6x12 cm Negativ vom Panorama. Das sieht man zum Beispiel hier sehr schön. Da war ich spielen am Bahnhof. Oder auch hier in der Sächsischen Schweiz. Und hier ist dann auch die Auflösung dahinter, dass das dann auch im Print richtig gut aussieht. Genau, wie kommt man zum Bild? Auf dem Film wird ein latentes Bild erzeugt, wenn Licht drauf fällt. Das heißt, diese Silberhalogenide in der Emulsion werden durch die UV-Strahlung zu metallischem Silber. Das ist aber sozusagen nicht sichtbar. Dieser Starterkern ist unsichtbar, das ist ein ganz kleiner Kern. Und dann kippt man das in den Entwickler dazu, der dafür sorgt, dass sich da viel mehr Silber anlagert. Damit wird dann das Filmkorn sichtbar. Und im nächsten Schritt wird dann durch den Fixierer einfach die restlichen Silberhalogenide entfernt. Und dann ist dieser Prozess auch abgeschlossen, weil dann kann mit dem Film nichts mehr passieren. Und das kann man eben auch zu Hause in der Küche machen, was dann nochmal so diesen Endorphin-Rush gibt, wenn man nämlich die Kiste aufmacht, die Dose aufmacht und dann plötzlich da Bilder erschienen sind. Wichtig ist mir dazu noch zu sagen, Photochemikalien gehören niemals in den Abfluss. Die haben alle eine Abfallverzeichnisverordnungsnummer und die sollte man immer zum Wertstoffhof bringen. In Foren hat man oft die älteren Teilnehmer, die das alles nicht so sehen, das kann man reduzieren, das ist nicht so schlimm, aber ich vertrete wirklich die Meinung, das Ding hat eine Abfallnummer, das bringt man auch weg, dann wird es hoffentlich auch sinnvoll verwertet. Weil gerade im Fixierer ist dann halt Silber enthalten, dass man das sozusagen auch, das kann man weiterverwenden, wenn man das möchte, in den Wertstoffhöfen. Und halt Dresdner Wertstoffhöfe nehmen 25 Liter in 6 Monaten an, das habe ich noch nie erreicht. Genau. Hier sieht man auch schön, das ist so ein Analog-Startset zum Beispiel, wenn man das zu Hause machen möchte mit der Entwicklerdose und den Chemikalien, die man braucht. Genau, und wie macht man dann weiter? Man kann, wenn man das Negativ hat, dann analog weitermachen, also dann mit einem Vergrößerer, der wieder einen Projektionsprozess macht und dann schmeißt man halt das Papier in Entwicklerchemikalien und hat dann ein Positivpapier. Und es gibt auch alternative Prozesse.
Einer von denen ist Cyanotypie. Das ist so eigentlich, man kann bei Amazon sozusagen schon auch so fertige Papiere kaufen, wo man eigentlich dann so mit Kindern, so mit Blättern und Sachen so spielen, experimentieren kann, weil man einfach das, was auch immer man oben drauf legt, wird halt abgebildet, wenn man das in die Sonne stellt und dann einfach im Nachhinein nur noch einfach unter das Wasser hält. Und das kann man eben auch, man kann auch ein Negativ drauflegen und das dann für 3 Minuten in die Sonne stellen und dann hat man dann auch ein schönes blaues Bild. Da gab es letztens im Schloss in der Bibliothek da eine wunderschöne Ausstellung zu eine riesengroße Cyanotypie aus mehreren Einzelteilen von einem tschechischen Steinbruch. Das sah richtig gut aus. Oder eben, man macht digital weiter. Genau. Im Digitalen dann hat man halt, muss man das Bild erstmal digitalisieren, was der Name ja sagt. Dann natürlich invertieren, weil es ist ja nun mal ein Negativ. Also alles, was schwarz ist, ist weiß und alles, was weiß ist, ist schwarz. Dann kommt meistens noch eine Nachbearbeitung dazu und dann macht man irgendwas weiter damit. Was ich zum Beispiel gemacht habe, ist jetzt, ich bin Dresdner Dorfkerne besuchen gegangen. Weil Dresden so ganz, ganz viele alte Dorfkerne hat, die es umwachsen hat, wo man dann halt wirklich so, man steht in Gorbitz, in den Plattenbauten, geht einmal über die Straße und dann steht man in so einer Art Märchenwald, weil dann halt so hier so Fachwerkgebäude mit lustigen Einfahrten stehen. Oder aber man nimmt die alten Fotos von der Mutti und macht daraus dann ein Fotobuch, um sie glücklich zu machen. Das ist dann auch, man sieht dann auch sehr schön, naja, das gerade nicht. Was Schönes. Na, ja. Dass halt da auch außer einem Kleinbildnegativ richtig Auflösung dahinter ist. Also man kann da wirklich aus so einem Kleinbildnegativ eine A4-Seite richtig schön detailliert füllen, ohne dass da jetzt irgendwie es zu Unschärfen kommt. Genau. Scannen ist dann also der erste Schritt. Es gibt unter anderem Filmscanner, die dann wirklich also nur dafür gemacht sind, Filme zu scannen. Die sind, wenn sie günstig sind, ist die Auflösung irgendwie im, glaube ich, im 2 bis 10 Megapixel-Bereich. Das ist extrem gruselig. Dann gibt es auch Premium-Modelle für richtig viel Geld, die dann auch sozusagen Kratzentfernung haben. Gerade bei alten Negativen ist dann oftmals am Sinn irgendwelche Kratzer oder Sachen drauf. Aber eben, die sind dann so ein One-Trick-Pony. Das heißt, man kauft sich so ein Ding, hat das dann dastehen und wenn man halt alles gescannt hat, und das, dann ist es halt relativ nutzlos. Und wenn man zum günstigen Scanner greift, dann gibt es zur Not auch Smartphone-Apps für sowas. Wenn man wirklich einfach nur das Bild irgendwie digitalisieren will und auf Instagram posten möchte. Der nächst höhere Weg ist dann der Flachbettscanner. Da braucht man auch wieder einen speziellen, weil der einen Durchlichtaufsatz braucht. Das heißt, da wird unten die Lampe beim Scanner wird ausgeschaltet und der Film wird von oben nach unten belichtet, weil er sozusagen durchscheinen muss. Und was aber dabei ist, man ist halt relativ eingeschränkt, das Ergebnis ist okay die meiste Zeit, je nach Scannertyp. Die Auflösung ist jetzt nicht so berauschend die meiste Zeit und man kann mit den verschiedenen Filmformaten weniger spielen. Das heißt, beim nächsten, was ich zeige, kann man halt beim kleinen Bild näher rangehen und versuchen, mehr Details rauszuholen. Wohingegen beim Filmformat, beim Flachbildscanner alles, also sozusagen die Auflösung pro Negativ quasi gleich bleibt, pro Quadratmillimeter Negativ. Das nächste wäre dann die Profi-Variante. Es gibt auch heutzutage noch Fotolabore, in Dresden sogar mehrere, die das auch sozusagen anbieten, einen Film zu scannen. Da gibt es dann die Mittelklasse-Variante, für wo man 10 Euro pro Film bezahlt, oder dann eben wirklich den Trommelscan, wo man dann 20 bis 30 Euro pro Bild. Das wird dann eine Größe, mit der man auch eine Wand tapezieren kann. Und natürlich Drogeriescans. Es gibt ja in den Drogeriemärkten kann man auch heutzutage noch die Entwicklung in Auftrag geben. Dieser Drogeriescan ist gruselig. Das sollte man nicht machen. Und dann gibt es die Eigenbauvariante. Man nimmt eine Spiegelreflexkamera und quasi fotografiert damit den Film ab. Der wird auch von, gerade heutzutage haben Digitalkameras eine richtig hohe Auflösung. Ich nutze zum Beispiel eine EOS 90D mit 32 Megapixeln, da kommt also richtig schön Detail raus. Man nimmt idealerweise kein Zoom-Objektiv, wegen der vorhin schon erwähnten viel zu weiten Varianz in der Brennweite. Man kann eben auch näher rangehen, wenn man ein kleines Negativ hat und hoffen, dass mehr Details rauskommen. Wenn die Fokusdistanz nicht reicht, wenn es also kein Makroobjektiv ist,
gibt es sogenannte Makroringe, mit denen man das sozusagen diese Fokussierbreite verbessern kann. Und natürlich, wenn man einfach eine Spiegelreflexkamera nimmt, ist man im RAW-Format dann mit in der Nachbearbeitung sehr flexibel, um dann noch schöne Sachen rauszuholen. Es gibt aber auch keine wirkliche feste, es gibt kein echtes Nimm das, sondern jeder baut sich sein eigenes Ding dafür. Es gibt in einem Fotoforum gibt es halt ein Thread, wo da Dutzende solche verschiedene Aufbauten zu sehen sind. Bei mir ist es, danke Thingiverse, weil bei Thingiverse, das ist dieser Dienst, der sozusagen relativ fertige 3D-druckbare Projekte vorstellt, meistens unter einer Creative Commons Lizenz. Und es sind dann halt 3D-gedruckte Teile und ein bisschen was aus dem Baumarkt und eine Kamerahaltung und ein LED-Panel als Lichtquelle. Wenn man sowas kauft, sollte man auf einen CRI-Wert achten, der größer 95 ist. Das wird meistens mit angegeben. Und am besten eine einstellbare Farbtemperatur. Ich habe auch nochmal ein Bild, wie das dann aussieht, nämlich so. Also sozusagen das LED-Panel dahinter, dann gibt es einen Filmhalter, wo man den Film quasi reinhängt und dann die Kamera, die ihn aufnimmt. Und dann kommt da halt ein Bild bei raus, was man dann weiterverarbeiten kann. Meins war ein Frankenstein aus zwei Projekten. Ich habe also, bei dem einen gab es halt nur kleinen Bild, ich habe mir dann aus dem Projekt hier noch die Halter für das grüne Großformat und das rote Mittelformat zusammengesucht und adaptiert. Ja, genau. Das nächste ist dann das Invertieren, also man muss aus dem Negativ hier ein Positiv machen. Wie man hier auch sieht, und man sieht es auch beim Schwarz-Weiß, dass die Filmbasis selber auch eine Färbung hat. Das heißt, ein einfaches Invertieren tut es nicht, sondern man muss halt diese Färbung auch rausrechnen. Und am Ende braucht man auch eine Farbkorrektur. Und dafür kann man einerseits gibt es dafür wirklich kommerzielle Programme, die ganzen Profi-Fotografen schwören drauf, wo man dann für ganz viel Geld sich ein Adobe Lightroom kauft und dann noch so ein Negativ-Lab Pro. Das hat den Vorteil, dass es irgendwie fertige Profile für viele Filmtypen anbietet. Das heißt, man hat da dann im Endeffekt weniger Arbeit, aber wer will schon proprietäre Software? Und das andere sind dann, es gibt auch mindestens zwei Projekte in der freien Softwarewelt, die das sozusagen tun können. RAW Therapy und Darktable sind die beiden Projekte, die auch Negative bearbeiten können. Die sind eigentlich hauptsächlich dafür gemacht, normale digitale RAW-Bilder zu bearbeiten, aber sie haben auch Module für die, um Negative dann damit rüberzuziehen. Ich nutze halt meiste Zeit Darktable. Es ist halt eine nicht zerstörende Bildbearbeitung und sie haben ihr Modul sehr eigenartig genannt. Ich weiß es nicht, also ich finde das sehr unpassend. Das ist also, nee, ich spreche es jetzt nicht aus. Und man macht also im ersten Schritt, nimmt man den Picker und sucht sich sozusagen die Farbe der Filmmaske, das Orange, macht dann die Belichtungskorrektur, korrigiert die Farbe, richtet das Bild wieder aus, weil es wahrscheinlich nicht ganz gerade ist und kopiert es dann und sozusagen macht dann noch, was man noch an Feintuning machen möchte. Da gibt es dann immer verschiedene Ansichten, die dann sagen, halt, wenn man nachbearbeitet, dann ist es ja kein analoges Bild mehr, aber halt, man sieht es trotzdem noch aus. Und man kann den Stapel halt kopieren, wenn man das einmal gemacht hat, dann kann man das auf den ganzen Film einmal anwenden. Genau, dann dachte ich mir, zeige ich das einmal. Genau, wir haben hier ein wunderschönes Schloss in, wie heißt es, Vuhlabi. Hat dann hier das Modul, nimmt hier den Picker. Das geht schief, weil man dann hier sich sozusagen die Filmmaske aussucht. Und dann sieht das halt erstmal meistens ein bisschen zu dunkel aus. Dann kann man die Belichtungskorrektur anpassen. Und dann sieht man, das ganze Ding hat jetzt einen Blaustich. Und dann gibt es hier die Farbkorrekturen, die dann diese Farbverschiebungen ausbessern. Und dann braucht es den quasi Weiß in den Schatten. Das haben wir hier ein bisschen schön. Und dann brauchen wir noch Weiß in den Licht. Und dann sieht das auch schon relativ schön aus. Und dann kann man halt zum Beispiel mit dem lokalen Kontrast, sieht das dann noch ein bisschen
naja, je nachdem, wie man möchte. Und dann ist halt ganz normal halt Kontrast und Sättigung und so weiter, dann, wie es halt beliebt ist. Genau, Schwarz-Weiß ist so ähnlich. Ich bin inzwischen auch dazu übergegangen, also es gibt zwei Profile für Farb- und Schwarz-Weiß-Filme. Ich verwende aber meistens den FOMAPAN. FOMA ist eine tschechische Firma aus Hradec Králové, die sozusagen richtig günstigen Film herstellen, der aber auch einfach so ein richtig schönes 80er-Flair versprüht. Wenn man wirklich so einen FOMAPAN 400 an der Kamera hat, dann sehen die Bilder richtig schön, naja, so ein bisschen so altmodisch aus. Das wird recht nett. Aber ich habe mir angewöhnt, für die auch den Farbmodus zu verwenden. Das sieht einfach dann im Endeffekt schöner aus. Nimmt also auch wieder die Bildmaske. Aber dann einfach nur, macht es ein bisschen heller. Und hat dann die schöne alte Elisabeth in Freiberg. Genau. Und dann eben, wie man möchte, halt mit Ausrichten und etc. Dann einfach weiter wie gehabt. Ja, ich glaube. Wo war das hier? Präsentation. Genau. Dann bin ich, glaube ich, soweit erstmal durch. Gibt es Fragen? Kommentare? Vielen Dank, Heiko. Als du jetzt gerade deine letzte Demonstration gemacht hast, habe ich eine Wertschätzung dafür gewonnen, wie viele Dinge so unsere Augen und unser visuelles System so machen, was so Kontrastabgleich und Weißabgleich und die ganzen Sachen angeht. Mhm. Sehr faszinierend, ja. Gibt es Fragen im Publikum? Das scheint jetzt gerade nicht der Fall zu sein. Wenn man sich jetzt vielleicht aufgrund dieses Vortrags für analoge Fotografie interessiert, gibt es vielleicht in Dresden irgendwie einen Ort, wo man da hinkommen kann, um über sowas sich auszutauschen? Oder kannst du vielleicht irgendwelche Internetforen empfehlen oder sowas? Naja, sozusagen, es gibt das aphog.com, diese Fotogruppe, die halt so hauptsächlich analoge Fotografie macht, die dann auch einen Teilbereich für die Hybridarbeitenden, also es nennt sich immer Hybridarbeiten, wenn man halt analoge Bilder macht und sie dann digital weiterverarbeitet. Aber das ist ein Unterforum. Also das ist dann immer so, wie das in Foren immer so ist. Aber es ist sozusagen, es ist zivilisiert, aber die meiste Zeit. Aber es sind halt meistens etwas, ältere Typen und die haben meistens etwas, Opinions. Also die sind meistens gesetzt in ihren, wie es richtig ist. Ja gut, das ist ja in der Technik nicht anders. Ja, vielen Dank erstmal für den Vortrag. Ich bin etwas zu spät gekommen, tut mir leid, aber vielleicht hast du es auch schon erwähnt. Die Frage von mir ist, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich jetzt einen analogen Film habe und ich den entwickeln möchte und das nicht selber machen möchte? Mhm. Gehe ich da heutzutage hin? Gibt es da noch Möglichkeiten oder gibt es wieder Möglichkeiten? Gibt es da Anlaufstellen, wo ich eine gute Qualität bekomme? Oder was gibt es dafür auch jetzt lokal in Dresden vielleicht? Oder muss man es irgendwo hinschicken? Okay, lokal in Dresden, das kriege ich hin. Also einerseits, wenn man wirklich nur einen Film hat, den man irgendwie entwickelt haben möchte, dann kann man dann immer noch bei DM und Rossmann und Müller und wo immer in so eine Tüte packen und in so ein Ding schmeißen. Und dann irgendwann 2 oder 3 Wochen später kriegt man dann den Film wieder. Mit Kratzern und, naja, okay. Also wenn man auf die Bilder Wert legt, sollte man es nicht tun. Aber es ist billig. Aber ich habe das einmal versucht und das war, also da war ein Kratzer gegenüber den gesamten Filmstreifen. Das andere ist, wo ich meine Sachen hinbringe, ich hoffe mal, ich weiß nicht, ob ich jetzt das einfach so sage, ob sich da, also das Fotolabor Görner in der Neustadt ist halt so, wo ich meine Sachen immer hinbringe, auch wenn ich sozusagen analoge Abzüge haben möchte. Die machen also auch noch wirklich so diese Handabzüge, wo man dann mit 40 Euro pro Bild auch dabei ist. Aber das Ergebnis ist dann, also so ein analoger Abzug hat mit einem digitalen Print nichts zu tun. Das ist wirklich eine ganz andere Schiene. Und das andere ist dann natürlich einfach selber machen. Gerade Schwarz-Weiß, das ist richtig einfach. Das ist einfach wirklich bei 20 Grad, man kippt den Entwickler rein, man
schüttet ihn aus in seinen Sammelcontainer. Man kippt den Fixierer rein. Man kippt den wieder in seinen Sammelcontainer und dann ist man spült ihn noch ein bisschen und dann ist das auch fertig. Und es gibt halt bei den Internetanbietern gibt es sogar Starterpakete. Mit halt so Entwicklungsdose. Warte, ich hatte das auch. Da. Entwicklung, also sozusagen, es ist ja, die Filmentwicklung selber muss ja unter Lichtausschluss passieren. Man muss also nur in einem noch separat zu kaufenden Dunkelsack, das ist einfach so ein Sack, mit dem man, wo einfach man das reintut und dann so mit so Armschlaufen dann seine Arme da reinschieben kann, dann das im Dunkeln dann quasi in diese Filmspule dort einspulen und dann schmeißt man das in diese Dose. Die hat dann ein Lichtsiegel, das heißt, auch wenn die offen ist, um Chemikalien zu hantieren, kommt da kein Licht rein und dann kann man das einfach in der Küche machen. Und gerade im Schwarz-Weiß-Bereich ist man halt mit 20 Grad und den zwei Chemikalien da ganz easy dabei. Im Sommer ist es eher schwieriger, das Wasser dann wieder runterzukühlen. Farbe ist dann ein bisschen involvierter, aber gerade weil der Prozess halt spezifiziert ist auf 37 Grad. Das heißt, da fängt man an, mit so einem Sous-Vide-Stab ein Wasserbad zu erwärmen, um die Chemikalien auf Temperatur zu bringen. Aber das gibt es inzwischen auch von verschiedenen Anbietern als, und eigentlich sind da sozusagen ganz viele Bäder mit bei. Also man eigentlich hat er ganz viele Schritte gemacht. Aber zum Beispiel CineStill, die haben einen Zweibad-Prozess entwickelt. Das ist auch nur Entwickler und dann der Bleichfixierer. Einfach hintereinander. Und das einzige Problem ist dann halt wirklich die Temperatur und das, man muss die Dose beim Entwickeln, muss man sie bewegen. Bei Schwarz-Weiß ist das sehr, sehr entspannt. 10 Sekunden pro Minute, meistens so als Kipprhythmus. Also man 10 Sekunden macht man halt diesen und wartet wieder die restlichen 50 Sekunden. Bei Farbe ist es dann wirklich so 10 Sekunden pro 30 Sekunden. Und dazwischen soll das Ding im Wasserbad stehen. Also man reißt das Ding raus, kippt, tut es wieder rein und gleich wieder. Das ist mir persönlich ein bisschen zu hektisch. Aber man kann es machen und das ist dann mein, wenn es dann irgendwann anderweitig zu teuer wird. Hallo. Hallo. Du sagtest vorhin, Smartphone-Apps wären nicht so toll, aber die Objektive oder die Kameratechnik in den Smartphones hat sich ja inzwischen so gut verbessert. Ich weiß nicht. Also gibt's ich habe da nichts, dass man irgendwie auch mit dem Smartphone statt mal... Ja, nein, um es halt wirklich auf Instagram zu posten, dann ist das kein Ding. Da braucht man ja eh nur so eine Briefmarke. Es ist dann aber, wenn man dann wirklich die Auflösung, also so eine Smartphone-Kamera hat jetzt nicht die beste Linse, sie hat so einen kleinen Mini-Sensor, der hat zwar viele Pixel, aber die sind dann so richtig klein und erzeugen viel Rauschen. Das wird auch nicht schön und wie gesagt, auch das Objektiv ist jetzt dann nicht das Beste, um wirklich das Detail aus so einem Farbfilm oder aus so einem Film rauszuholen, wird es halt dann nicht so schön. Also ich kenne jemanden, der das sozusagen versucht hat, der damit angefangen hat. Ich habe es selber nie probiert. Also es war halt eher, naja, man kann sich's angucken, aber. Weitere Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann nochmal vielen Dank an Heiko. Danke.